Ein herzliches Willkommen zum Burgbau und Verteidigung. Wir gehen gleich mal über zum Verteidigen. Hier nehmen wir unsere Bogenschützen und packen jeweils auf die äußeren Türme, da hier noch nicht alle fertig sind. Wir platzieren sie trotzdem schon mal. Wir werden jetzt nur eine Reihe machen. Stellen wir hier je 9 Bogenschützen auf die Türme. Das macht ihr natürlich überall, wo ihr freie Plätze habt. Euer Pikeniere stellt ihr natürlich in den Innenring. Hier klickt ihr zuerst alle an. Nimmt das Schwertsymbol, das heißt einmal auf das grüne Symbol hier klicken. So, jetzt müsst ihr natürlich die inneren Pikeniere nochmal wieder anklicken. Dort vom Schwertsymbol, das Aggressivsymbol, zu defensiv umschalten. Das heißt, das grüne Schwert wieder haben. Das hat den Effekt, dass euer Pikenieren, die jetzt um diesen Bergfried drumherum stehen, nach vorne laufen, sollte der Feind euch angreifen und eure Pikeniere im Bergfried stehen bleiben, um diesen zu deffen, beziehungsweise zu verteidigen, um es auf Deutsch abzusprechen. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum stelle ich immer nur 9 Bogenschützen auf die Türme? Das ist ganz einfach erklärt. 9 Bogenschützen reichen standardmäßig aus, um eine Pikenier zu töten. Ein Pikenier hat die größten Hitpoints, das heißt die höchsten Trefferpunkte. Sprich, er braucht am längsten, um zu sterben, wenn er getroffen wird. Logischerweise, wenn ich davon ausgehe, dass ich nur 9 Bogenschützen brauche, stelle ich auch überall nur 9 Bogenschützen hin. So werden mehrere Piken gleichzeitig bekämpft und der Angriff des Gegners wird dadurch schneller verhindert. Jetzt gibt es natürlich noch unendlich viele Karten dazu zu spielen. Hier machen wir mal welche auf. Zum Beispiel bessere Steinmauer, bessere Fallgruben, bessere Wachstuben, damit wir noch mehr Truppen aufstellen können. Bessere Öltöpfe zum Beispiel, damit unser Öltöpfe noch mehr Schaden anrichten am Gegner. Das letzte Gefecht. Gerade wenn unser Gegner doch mal den Bergfried erreichen sollte, dann kommen daraus nochmal 5 Ritter gestürmt, egal ob euer Ausfall aufgebraucht ist oder nicht. Dann haben wir hier noch den Ruf zu den Waffen, je nachdem welche Zeit ist. Hier haben wir einmal 12 Stunden, hier haben wir einmal einen ganzen Tag. Je nachdem wie die Zeit ist, so lange schießt denn euer Bergfried umso schneller. Dies betrifft nur euren Bergfried und nicht die anderen Sachen, auch die Truppen nicht. Hier haben wir noch einen Überraschungsangriff. Hier stürmen gleich 5 Ritter raus. Das geht bis zu mehreren Rittern über. Dies betrifft nur euren ersten Ausfall. Mit dem kommen auch die zusätzlichen Truppen. Euer Ausfall ist dadurch nicht komplett verbraucht, sondern geht immer noch 2 bis 3 Mal. Dann haben wir noch die verbesserten verbesserten Fallgruben. Tut mir leid für den Fehler. Dieser macht nochmal 1,5% mehr Schaden zum Beispiel. Hier haben wir noch verbesserte Steinstruktur und Steinmauern. Diese erhöhen die Haltbarkeit eurer jeweiligen Struktur, entweder der Mauer oder der Türme. Das heißt, die Katapulte brauchen länger, um sie runterzuhauen. Dann haben wir natürlich noch die Wassergräben. Das heißt, selbst mit Karte, beziehungsweise selbst mit der Hauptmann-Taktik, da es für Angriffe keine Karten gibt. Die Hauptmannstaktik kann dadurch minimiert werden, sodass ihr die Normalzeit zum Beispiel braucht, wenn ihr die Hauptmannstaktiken wählt. Bei verzweifelter Verteidigung, solltet ihr zum Beispiel nicht online sein, wird automatisch eure Burg repariert, jedoch nicht aufgebaut. Das solltet ihr nicht vergessen. So, um euch nochmal kurz zu zeigen, wie ein Dorfaufbau kommt, müssen wir einmal kurz das Dorf wechseln, beziehungsweise nicht Dorfaufbau, sondern Burgbauaufbau. Hier seht ihr schon, hier wurde einmal angefangen. Einmal kurz zu Beginn klicken. Ihr baut natürlich den inneren Ring. Hier ist das standardmäßig. Ich werde hier noch einmal alles komplett abreißen und mit euch diesen Bau komplett neu beginnen. Beziehungsweise so weit, wie es mir eben möglich ist, beginnen. Dazu löschen wir die komplette Boxstruktur einmal und werden nun Stück für Stück anfangen. Hierzu bauen wir unser Tor aus. Wir nehmen
die mittleren Türme, die wir um unseren Bergfried drumherum platzieren. Andere nehmen auch große Türme. Ich bevorzuge jedoch die mittleren Türme, da ich so keinen unnötigen Platz verschwende. Hier vorne werden sie dicht dargestellt. Das hat den Effekt, dass, sollte hier die Spalte zu groß sein, die Truppen nicht so leicht durchkommen. So im späteren Spielverlauf werdet ihr natürlich diese Schützentürme haben. Wir wollen unseren Bergfried möglichst effektiv schützen. Daher werden wir die Schützentürme generell hier drumherum stellen. So, um alles, wo wir jetzt noch Lücken haben, werden wir nochmal Mauern ziehen. So, das sollte für den Anfang reichen. Das speichern wir schon mal ab, damit das schon mal im Bau ist. Jetzt fangen wir in den Ecken an, einige Türme zu setzen. Wir fangen an mit dem Grundstein, das ist der mittlere Turm wieder. Setzen dann wieder einige große. Und fangen dann an, unsere Burgstruktur langsam hinzusetzen. Jetzt können wir unsere Wachstuben nehmen und können diese hier platzieren. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, ihr könnt 2x3 stellen und 2x2 von diesen lustigen Ballistentürmen. Wir werden jetzt diese kleine Ecke eben zusammenbauen. Für mehr reicht der Stein bestimmt nicht aus, um eine komplette Rabax zu bauen. Das hier ist also jeweils eine Ecke der Rabaxburg. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass die Abstände hier immer richtig sind. Das heißt, wie ihr seht, kann ich natürlich keinen großen Turm in die Ecken setzen. Das heißt, ich habe hier zwischen diesen beiden Steinen bzw. Türmen mehr Platz als zwischen den anderen Türmen. Demzufolge geht auch die Richtung, wie wir unsere Kasernen bauen bzw. Wachstuben. So, hier werden wir nochmal die zweite Ecke anfangen, um es euch ein bisschen zu demonstrieren, wie das dann am Ende ungefähr aussehen sollte. So, auch hier kommen jetzt zwei Ballisten rein. Ihr solltet euch immer gleichmäßig verteilen, was eure Verteidigung angeht. Denn schließlich soll der Gegner nicht irgendwelche Schwachpunkte bei euch finden. So, da ihr eben schon eine Burg gesehen habt, die so gut wie fertig gewesen ist, werden wir hier jetzt nur einige Türme setzen. So, hier kommen jetzt nochmal Mauerstücke zwischen. So, es gibt jetzt natürlich die Option, entweder mit Mauerstücken aufzufüllen oder Wassergräben zu ziehen. Die Wassergräben verlangsamen jeweils immer die Fußtruppen beim Vormarschieren. Es gibt auch einige, die lassen zum Beispiel diesen kompletten hinteren Teil weg und packen da nur Wasser hin. So, natürlich müsst ihr jetzt auch die hier wegdenken. Die hier stehen natürlich auch nicht. Ich werde sie jetzt einfach mal weglöschen, damit es nicht zu Irritierung kommt. So, das heißt, hier haben wir natürlich eine große Wasserfläche. Sollten die beiden Türme außen zum Beispiel aufschießen, muss sich der Feind natürlich an dem Wassergraben satt fressen. In der Zeit schießen ihnen die Truppen, die hier auf diesem Bergfried stehen, beziehungsweise hier im inneren Ring stehen, weg. So, ihr habt natürlich die Option, zum Beispiel, jetzt muss ich mal wieder das Dorf wechseln. Jedoch bestätigen wir das einmal. So. Und zwar solltet ihr aufgeschossen werden. Wir machen dafür einfach mal hier den Gang auf. So. Natürlich könnt ihr nicht so schnell bauen, wie euch der Gegner angreift. Daher lohnt es sich, diesen Pfad
mit Pikinieren vollzumachen, die auf aggressiv gestellt werden. Denn Pikiniere, die automatisch nach vorne laufen, sind ein gefährliches Gut, kombiniert natürlich mit den Bogenschützen, die ihr sowieso noch habt, die ihr dann auf die Türme nochmal verteilt. Sobald ihr auf einer Seite zum Beispiel aufgeschossen seid, könnt ihr auch davon ausgehen, zu 60% aller Spieler ist es so, dass dieser auch von dieser Seite aus angreift. Mit Kombination eurer Bogenschützen sollte das natürlich machbar sein. Solange ihr noch alle Wachstuben habt, könnt ihr mit Karte ungefähr 20 bis 540 Truppen aufstellen. Normalerweise wären es sonst 400, wie euch hier unten die Wachstubenkapazität anzeigt. Das heißt, 400 Truppen könnt ihr dann auf eure Burg stellen. Mit Karte sind es 520 bis 540. So, ihr dürft natürlich nicht vergessen, es gibt für jede Verteidigung eine Karte, außer für eure Truppen. Eure Truppen dürfen eure Burg also immer am effektivsten, wenn sie mit Karten verbunden sind. Für Nicht-Kartenspieler gilt es generell, immer denn die 400 Truppen in einem Krieg drauf zu haben, sodass ihr wenigstens hierbei geschützt seid. Im Normalfall schickt euch euer Lehnsherr Truppen. Hier müsst ihr darauf achten, sollte er euch Katapulte mit in Vasallentruppen schicken, wird es so sein, dass er eure Vasallentruppen für Angriffe missbraucht. Dies hängt vom jeweiligen Lehnsherrn ab. Sollte der Lehnsherr euch 400 Bogenschützen schicken und 50 Pikiniere zum Beispiel, sind diese Truppen nur zum Deffen da. Das heißt, zu Kriegszeiten solltet ihr diese Truppen auch immer auf eurer Burg stehen haben. So, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr mich gerne kontaktieren. Über Feedback würde ich mich sehr freuen.